Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, im Namen des Sachverständigenrats darf ich Ihnen heute das Jahresgutachten 2021 überreichen. Es trägt den Titel Transformation gestalten, Bildung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Der Titel bringt auf den Punkt, womit wir uns in diesem Jahresgutachten schwerpunktmäßig befassen und was wir gemeinsam für die zentralen Voraussetzungen erachten, um die anstehende Transformation erfolgreich zu gestalten. Wir müssen gerade nach der Pandemie mehr in Bildung investieren, um die Bildungsrückstände aufzuholen, die noch mehr als sonst gerade bei den Kindern aus sozial benachteiligten Familien aufgetreten sind. Wir müssen die Digitalisierung vorantreiben und ihr Potenzial für Wirtschafts- und Produktivitätswachstum besser nutzen. Und wir müssen die Nachhaltigkeit stärken, die ökologische Nachhaltigkeit, nachhaltiges Wachstum und die fiskalische Nachhaltigkeit. Das Gutachten geht auch auf Fragen ein, die im Fokus der aktuellen Koalitionsverhandlungen stehen dürften: die Notwendigkeit von öffentlichen und privaten Investitionen und wie diese finanziert werden können. Hier stellen wir, etwas anders als sonst, unterschiedliche Einschätzungen zur Diskussion. Am Ende muss eine politische Entscheidung gefällt werden. Ja, das stimmt. Am Ende muss immer eine politische Entscheidung gefällt werden. Deshalb möchte ich mich, liebe Frau Professor Schnitzer, und bei allen Ihnen und allen Mitgliedern des Sachverständigenrates natürlich ganz herzlich bedanken für Ihre Arbeit. Ihr Titel ist Programm auch für die Regierung, Transformation gestalten. Das ist gerade die Aufgabe der geschäftsführenden Bundesregierung und derer, die die neue Bundesregierung formieren werden. Und da kommt das Gutachten zu einem richtigen Zeitpunkt, um noch Inspiration zu geben für die, die jetzt verhandeln. Ich begrüße die Schwerpunkte sehr, die Sie gewählt haben. Ich glaube, das sind ja auch die Themen Bildung, Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Investitionen, die uns alle umtreiben und wo wir auch schauen müssen, dass wir unsere deutsche Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Konzert erhalten und möglichst vorne mit dabei sind. Und dass es um die umfassendste Transformation der Wirtschaft geht im Blick auf den Klimawandel, die es seit der Industrialisierung gegeben hat, das ist uns ja allen klar. Und deshalb sind wir natürlich sehr froh, dass es eine Reihe von fundierten Ratschlägen gibt, die da auch dann Einfluss haben auf das, was wahrscheinlich verhandelt wird. Sie sind bei der Wachstumsprognose etwas optimistischer als die Bundesregierung. Das freut uns natürlich sehr. Und dann können wir nur noch hoffen, dass es auch gelingt, das Wachstumspotenzial zu realisieren, denn nur das zählt zum Schluss bei den Steuereinnahmen. Und wir stehen ja vor der Aufgabe, jetzt auch die Pandemie noch mal wirklich vernünftig in den Griff zu bekommen. Dazu laufen ja auch die entsprechenden Vorbereitungen. Insofern also Dankeschön und danke auch für Ihre Arbeit. Und in diesen Dank möchte ich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Sachverständigenrates auch ganz herzlich einschließen, denn die haben ja auch viel Arbeit im Zusammenhang mit so einem fundierten Gutachten. So, jetzt stellen wir uns hier nochmal vor.